Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Alpha-Wölfin. Heute geht es alles um das Thema Kartenspiel in Teso. Und zwar möchte ich euch mal anhand einer Beispielrunde, wobei ich dazu sagen muss, ich bin noch auf Level 2,5, also noch im Anfängerbereich, möchte ich euch mal zeigen, wie das neue Kartenspiel so funktioniert. So, dafür sind wir jetzt hier gerade bei Larixus Angios. Die sprechen wir jetzt erstmal an, und zwar ist das Tut mir leid, aber nach den Regeln des Hazardiervereins. Dich will ich überhaupt gar nicht. Ich will die Frau haben. Okay, dann ist es halt Merionve. So. Ich habe anscheinend eine Pechsträhne. Leider. Doch ich glaube, mein Glück wendet sich bald. Das kann sein. Was jetzt etwas seltsam aussieht, dass hier rechts die Füße auf dem Tisch sind. So, wir gehen auf Spielen wir Ruhmesgeschichten. Das ist normalerweise natürlich weiß, aber ich habe es eben abgebrochen, weil ich fast vergessen hätte, das Video anzuschalten. Wer sich übrigens wundert, ich habe deswegen einen kleinen Cut gemacht, weil ich unbedingt ein Coverfoto brauchte. So, der Gegner sucht jetzt in der Regel die ersten zwei Patrone aus. Das sind die vier Felder, also die ersten zwei hier oben und die anderen letzten zwei hier unten. Ich habe nicht viel zur Auswahl, also nehme ich natürlich die nächsten, die ich anwählen kann. Ich denke, ab Level 3 wird dann der Rest freigeschaltet. Ja, das Erste, was ihr seht, dass bei mir die Sachen automatisch gespielt werden. Das könnt ihr machen, indem ihr Escape drückt. Dann habt ihr hier direkt Einstellungen und dann könnt ihr Karten automatisch spielen. Da könnt ihr dann ein Häkchen ranmachen. Der für mich absolut wichtigste Tipp im ganzen Spiel. Ihr könnt natürlich auch so kapitulieren, um das Ganze abzubrechen, wenn ihr schnell weg müsst oder ähnliches. Das wollen wir jetzt aber natürlich nicht machen. Jetzt gibt es verschiedene Siege bzw. verschiedene Strategien. Zum einen kann man darauf aus sein, dass man diese vier Patrone hier umdreht. Dann haben wir einmal den Großmeister Delmene Halalu. Wenn der uns zugeneigt wäre, genauso wie jetzt auch, könnten wir eine Karte opfern, die ihr im Spiel besitzt, die mindestens einen Taler kostet, was quasi alle tun, und dafür dann Ansehen in Höhe der Kartenkosten minus 1 erhalten. Das heißt, hat die Karte, ich gucke jetzt hier mal auf den Stapel, da sind natürlich jetzt gerade alle auf 1, hätte jetzt die Karte hier einen Wert von 5, dann würde 1 abgezogen und ich würde Ansehen in Höhe von 4 erhalten. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Ansehen? Es gibt hier diese zwei Plättchen, die man sehen kann, beziehungsweise eigentlich drei. Das linke, das sind die Taler. Wenn ihr jetzt hier seht, das sind alles Taler oder auch Münzen, könnt ihr auch dazu sagen. Das hier hat einen Wert im Sinne von einem Taler. Dementsprechend kommen wir auf 5. Und hier seht ihr dann den Talerwert. Das in der Mitte ist das Wichtigste, worum es geht, und zwar das Ansehen. Wenn man 40 Ansehen erreicht hat, gewinnt man theoretischerweise das Spiel. Es sei denn, der Gegner hat auch schon sehr hohes Ansehen und könnte euch nochmal in der nächsten Runde über euren Wert drüber gehen. Das werden wir mal schauen, wie es gleich aussieht. Also entweder habt ihr einen guten Abstand und er kommt eh nicht an euch ran, dann habt ihr schon mit 50 mindestens gewonnen. Hier in der Mitte. Mit 40, nicht mit 50. Oder eben, ihr habt jetzt, sage ich mal, gerade 40 erreicht, der Gegner ist bei 38, er kriegt aber in der nächsten Runde 5 dazu. Dann hätte er 43, höher als ihr. Das heißt, ihr habt nochmal eine Runde Zeit, über ihn zu kommen. Und das würde dann so lange so weitergehen, bis keiner mehr über den anderen rüberkommt. So, das Rechte hier, das ist die Macht. Wird benutzt, um Akteuren des Gegners Schaden zuzufügen. Da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir das Glück haben, einen Akteur in der Runde zu haben. Nicht ausgegebene Macht wird am Ende der Runde zu Ansehen umgewandelt. Das ist wieder das in der Mitte. Das heißt, wir spielen einfach mal eine Runde. Wir haben jetzt hier 5 Taler. Theoretischerweise könnte ich den Herzog der Krähen nehmen. Der würde dann Macht, also dieses rote Rechts, geben in Höhe der bezahlten Taler minus 1. Das heißt, ich würde 4 hier rechts drin bekommen. Möchte ich aber nicht, weil ich möchte unbedingt diese Pfeilsalve bekommen. Wenn ich die ausspiele, erhalte ich immer 3 Macht, wenn ich sie ausspiele. Mehr kann ich jetzt theoretisch nicht machen. Ich könnte jetzt den Herzog der Krähen noch nehmen. Da könnte ich jetzt noch einen Ansehen machen, aber das lasse ich in dieser Runde mal aus. So, der Gegner ist jetzt dran.
Der sammelt jetzt erstmal seine Münzen. Hat jetzt das hier in der Mitte benutzt. Dann bezahlt er 2 Taler, also 2 Münzen, um eine Karte zu verbessern. Und zwar heißt das so viel wie aus zum Beispiel jetzt dieser Karte Gold mit 1 Taler kann man 2 machen. Das zeige ich euch im Laufe des Spiels auf jeden Fall auch nochmal. Ich würde mich jetzt entscheiden zwischen dem Kratzer hier oder zwischen Schwarzes Sakrament. Damit kann ich nämlich einen aktiven Akteur des Gegners wieder zurückschicken in die Ablage. In dem Fall werde ich das jetzt nehmen und den zweiten auch, damit er mir nämlich nicht meine Akteure wegmachen kann. Und hier, das heißt einfach eine Runde beenden, indem man auf die Sanduhr draufklickt. Man muss auch so ein bisschen darauf achten, was nimmt der Gegner immer. Er hat jetzt zum Beispiel die lilanen Karten, er hat jetzt von allen etwas drin. Die lilanen Karten hat er, die roten Karten und ich glaube hellblaue waren es. So, jetzt ist die Frage, was nehme ich jetzt? Ich würde jetzt hier Erpressung nehmen, weil ich dann direkt 2 Macht erhalte, wenn ich die ausspiele. Jetzt habe ich noch die Wahl, opfert eine Karte, ich kann mal draufklicken, ich habe aber nur die gute Karte, die ich nicht opfern möchte. Ich würde jetzt, wenn ich die opfere, 3 Macht erhalten. Ist also Blödsinn, die zu opfern, weil sie ist ja schon mal gut. In dem Fall werde ich jetzt aber den Herzog der Krähen mal umdrehen. Ne, Moment, werde ich nicht umdrehen, weil ich nur 1 Taler habe und das dann nichts bringen würde. Ich beende jetzt die Runde. Übrigens, ihr könnt Errungenschaften abschließen, indem ihr Randoms im Kartenspiel macht und dann entsprechend oft hier diese Patronen umdreht. So, der Gegner hat jetzt nicht allzu viel gemacht. Meine Lieblingskarte ist da, Gefangennahme, erhaltet 4 Macht. Die sichere ich mir natürlich und kann jetzt nur noch die Runde beenden. Aber ihr seht, wir haben jetzt schon hier in der Mitte 11 Ansehen. Das ist schon mal gar nicht schlecht so für den Anfang. Schlecht ist jetzt nur, dass der Gegner sich gerade eine Akteurkarte genommen hat. So, meine guten Karten kann ich mir aber trotzdem nehmen. Das ist schon mal schön. Dann könnte ich jetzt beispielsweise den Herzog der Krähen umdrehen, würde dann 2 von dem Roten hier, also 2 Macht erhalten, die man dann in Ansehen verwandelt. Oder wir spielen so ein bisschen auf Zeit. Dann können wir nämlich jetzt hier eine goldene opfern und erhalten eine Zweierkarte dafür und beenden einfach die Runde. So, und jetzt können wir im Endeffekt nicht allzu viel machen, theoretischerweise. Welche würde ich opfern? Nee, ich kann wieder nur die rote opfern, das ist doof. Dann nehmen wir einfach mal die Karte vom Stapel. Das ist jetzt ganz schlecht, weil er mir jetzt theoretischerweise einen Akteur klauen könnte. Ich habe immer noch nur die. Herzog der Krähen bringt mir auch nichts, also mache ich jetzt eine weitere Runde. Dann schauen wir mal, was der Gegner hat. Der legt jetzt seinen Akteur hin und könnte jetzt theoretisch, hat er aber nicht gemacht, einen weiteren nehmen. Jetzt haben wir die einmalige Gelegenheit. Wir nehmen das schwarze Sakrament und können den gegnerischen Akteur erledigen. Das passiert normalerweise nur, indem man seine Lebenspunkte hier angreift. Unter dem hier zum Beispiel haben wir 4 Lebenspunkte. Das heißt, wir müssten mindestens 4 Macht haben, um den hier wegzukriegen. Da hat sich nicht viel geändert. Nee, ich werde jetzt einfach nochmal hier ein Gold gegen ein Zweiergold tauschen und beende die Runde. Hat den Vorteil, man bekommt natürlich nicht sofort die 2 Punkte, sondern irgendwann später bekommt man dann anstatt von einem 1-Goldstück, sage ich mal, ein 2-Goldstück, wenn man so möchte. Das heißt nur anders, ich habe jetzt den Namen vergessen. Das heißt, man bekommt die Sachen nicht sofort, aber man hat später auf jeden Fall Vorteile davon. So, ich nehme mir gerne das mit den 3 Talern. Habe immer noch keine andere Karte, nein, die ich jetzt hier machen kann und tausche nochmal meine Taler um. Hier, ach ja, genau, Talerschrieb. Das ist nämlich das, was man erhält, wenn man die Taler umtauscht. Hier mit der Schatzkammer.
So, 7. Da können wir uns den Akteur holen. Das ist sehr schön. Ich hätte zwar eigentlich gerne das linke mit den Zweiteilern genommen, aber Akteure sind natürlich nicht besonders schlecht. Und solange sie auch nicht angegriffen werden, kann der Gegner quasi gar keine Macht regenerieren. Jetzt hat er mir natürlich die Karte geklaut, die ich unbedingt haben wollte. Und die nächste auch wieder, war ja klar. Das heißt, er wird auch die nächste nehmen, die ich haben möchte. Ja, es war klar. Der Gegner versucht natürlich, eure Strategie zu unterbinden. Und hat seltsamerweise immer den Dusel, genau die Sachen zu bekommen, die er unbedingt braucht. So, jetzt hat der hier zum Beispiel wieder eine Akteurkarte liegen. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch 2 Macht bezahlen, um... Moment. 4 Taler bezahlen, um einen aktiven Akteur des Gegners kaputt zu machen. Das werde ich jetzt auch machen. Ich kann dann übrigens nicht nochmal die Schatzkammer benutzen, weil man kann pro Runde immer nur einen Patron nutzen. Das heißt, die 2 Taler sind quasi jetzt, ja, für einen Eimer. Die konnte ich jetzt nicht nutzen. Natürlich hat er jetzt den nächsten schon da liegen. Er muss ja alles versuchen, um mir Steine in den Weg zu legen. Und ich habe genug, dass ich viel Macht erhalte. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt hier unten 8 Macht und er hat 4 Lebenspunkte. Ich könnte theoretisch eine Karte opfern, aber die brauchen wir noch. Das heißt, ich beende jetzt die Runde. Er hat sein Leben verloren und ich habe noch die restlichen 4 Lebenspunkte gut geschrieben, also umgerechnet bekommen in Ansehen. Hier links seht ihr übrigens auch die aktuellen Kombos, die der Gegner beispielsweise spielt. Gut, ich habe automatisch einen Akteur hingelegt bekommen. Das Problem ist nur, hier ist jetzt natürlich nichts, was ich jetzt gerne haben möchte. Die möchte ich auch nicht opfern. Dann nehme ich jetzt den Herzog der Krähen. Das heißt, der wird jetzt die 8 Taler umwandeln. Zack. So dass ich 9 Macht habe und ich beende die Runde und kriege diese 9 Macht hier beim Ansehen gutgeschrieben. Weil er hat jetzt keine Akteurkarte, die wie bei mir jetzt zum Beispiel verspottet werden muss. Das heißt, erstmal müssen diese 4 Lebenspunkte hier runtergehen, sondern er hat nur eine Akteurkarte, dass er einen Taler erhält. Also ohne die genannte Kombi da drin. Ich hätte euch gerne noch einen Sieg per Patronen gezeigt. Das ist im Endeffekt nichts anderes, als wenn alle 4 dieser Patronen zu euch geneigt sind. Dann habt ihr das Spiel automatisch gewonnen. Aber ich denke, dazu wird es jetzt nicht mehr kommen. Entfernt eine Karte aus der Taverne. Erhalte 2 Taler. Könnte ich jetzt 1 dazu bekommen oder 3 Taler, das ist auch wieder blöd. Dann nehmen wir mal die 2 Taler, mal gucken. Sieht eine Karte, naja, von mir aus. Und können wir denn da was Besseres? Nein, wir können immer noch die Karte nur opfern. Ja, dann... tue ich mal die weg, die ich gut finden würde. Das heißt, einmal draufklicken und mit R bestätigen. Oder wenn da drauf steht, 2-mal draufklicken und mit R bestätigen. Nein, will ich immer noch nicht. Wenn es jetzt etwas laut wird im Hintergrund, es tut mir leid. Trotz angesagten Dauersonnenscheins ist hier gerade irgendwie der größte Sturm aufgekommen. So, dann könnte ich jetzt rein theoretisch... Achso, er hat noch einen Akteur.
Besitzt eine Akteurkarte eine Ablage? Zahlt 2 Macht. Entweder das oder ich hätte wahrscheinlich schon gewonnen. Aber ja, ich will jetzt nicht auf Gedeih und Verderben unbedingt hiermit das Ganze beenden. Ich mache jetzt mal einfach, ich ziehe noch eine Karte. Halte nochmal 2. Nimm die Karte auch noch. Und wechsel noch eine Zweierkarte und beende mal die Runde. Ich hätte jetzt theoretisch gewonnen mit den 41 Punkten, aber der Gegner hat jetzt noch einmalig die Chance, so viel Punkte zu sammeln, dass er über meine 41 Punkte drüber kommt. Aber er schafft es nicht und deswegen habe ich das Spiel gewonnen. Ihr erhaltet entsprechende Rangpunkte, die natürlich ein bisschen variabel sind, je nachdem, mit wem ihr spielt und was ihr gerade spielt. Und ihr erhaltet eine Belohnung zugeschickt. Und natürlich, euer Rang geht auch dementsprechend höher. Ja, und bevor mir hier gleich alles um die Ohren fliegt mit dem Gewitter, was ich gerade im Hintergrund höre, verabschiede ich mich mal ganz schnell und sag mal bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.